In der heutigen Newsfolge geht es um Hamilton und die leere Batterie, Schumacher-Film wird verschoben, Racing Point möchte Kubica verpflichten, kehrt Jerez 2021 in den Kalender zurück. In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. James Allison, technischer Direktor bei Mercedes, hat bekannt gegeben, dass Lewis Hamilton in Runde 22 eine leere Batterie hatte und sich gegen den angreifenden Max Verstappen nicht wehren konnte. Der Grund ist folgender. Sie haben die gesamte Batterie für Hamiltons Undercut benutzt und von daher konnte sich der sechsmalige Weltmeister auf der letzten Vollgaspassage bergauf nicht gegen den Holländer wehren. Verstappen fuhr nach seinem Boxenstopp zwar hinter Hamilton wieder zurück auf die Strecke, dabei spielte aber auch Kubica mit seinem Unsafe Release eine Rolle. Eigentlich sollte am 5. Dezember eine Schumacher-Dokumentation anlässlich seines 50. Geburtstages und des 25-jährigen Jubiläums seines ersten WM-Titels in die Kinos kommen, doch dieser wird verschoben, und zwar fast um ein ganzes Jahr. Die Produktionsfirma B14 Film hat bekannt gegeben, dass sie aufgrund des sehr umfangreichen Materials noch mehr Zeit zur Fertigstellung des Films benötigen. Bei dem Film dreht sich alles um die Laufbahn des siebenfachen Weltmeisters und viele Personen aus seinem Leben kommen dabei zu Wort. Auch bisher nicht gezeigtes Bildmaterial von Schumachers Hab und Gut wird gezeigt. Laut GrandPrix247.com ist Racing Point daran interessiert, Robert Kubica als Test- und Reservefahrer zu verpflichten. Diesen Posten kann er mit dem Fahren in einer anderen Rennserie wie beispielsweise der DTM kombinieren. Laut Teamchef Ottmar Schaffnauer schätzen die Briten den Polen. Sein polnischer Sponsor PKN Orlen wird Williams ebenfalls nach dem Abu Dhabi Grand Prix verlassen und die polnische Ölgesellschaft führt bereits Gespräche sowohl mit Racing Point als auch mit Haas. Die Amerikaner wollen den 34-Jährigen ebenfalls als Test- und Reservefahrer verpflichten und wollen in den nächsten Tagen etwas bekannt geben. Kubica freut sich erst einmal auf den Abu Dhabi Grand Prix, um die Saison mit dem bestmöglichsten Ergebnis abzuschließen und dann mit der weiteren Planung seiner Zukunft zu starten. Community, was glaubt ihr? Haas oder Racing Point? Für welches Team wird sich Kubica entscheiden? Stimmt oben rechts in der Infokarte ab. Spanische Medien berichteten gestern, dass der Circuito de Jerez einen Dreijahresvertrag als Austragungsort für den Spanien Grand Prix von 2021 bis 2023 anstrebt. Die jährliche Gebühr liegt dabei bei $25 Millionen, also $75 Millionen in den 3 Jahren, die die Junta de Andalucía vollständig übernehmen könnte. Auf dem Kurs müssen noch Arbeiten abgeschlossen werden, die in etwa $4 Millionen kosten, um die Formel 1 dort fahren zu lassen. Die Bürgermeisterin von Jerez, Marmen Sanchez, bestätigte, dass sie seit Jahren an einer Formel 1 Rückkehr arbeiten. Der Circuit de Catalunya hat nur noch einen Vertrag bis einschließlich 2020, wobei man sich dort bei der Politik bedanken muss, dass sie den Vertrag abgeschlossen haben. Die Gebühren dabei lagen bei $24,3 Millionen. Zwischen 1986 und 1990 war das Circuito de Jerez 5-mal Austragungsort des Großen Preises von Spanien und kehrte 1997 als Großer Preis von Europa wieder zurück in den Rennkalender. 2015 gab es dort den bisher letzten Formel 1 Wintertest. 2017 holte Charles Leclerc dort einen Formel 2 Sieg und George Russell fuhr Platz 2 in der GP3 Serie ein. Auch die MotoGP ist dort jährlich zu Gast und zwar seit 1989. Kommen wir zu Mikes Meinung. Richtige Schumacher-Fans müssen sich den Film auf jeden Fall ansehen. Ich habe mir ja am vergangenen Mittwoch die Dokumentation seines ersten WM-Titels im Jahre 1994 angesehen und war sehr überrascht. Was Kubica angeht, bin ich echt gespannt, für wen er sich entscheidet. Zumal ich schon im Oktober letzten Jahres darüber berichtet habe, dass sich damals noch das Force India-Team für den Polen interessierte. Ich kann es mir aber durchaus vorstellen, da Racing Point definitiv besser dasteht als das US-Team. Was Jerez angeht, bekommt ihr von mir ein Ja. Wir brauchen eine neue Strecke für den Spanien Grand Prix, weil das Geld eine entscheidende Rolle in Katalonien spielt und die das nicht haben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn Jerez ein Comeback feiern könnte. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von René Middelbeck. Er schreibt, Bruder, hast du Lack gesoffen? Niemals wird Giovinazzi für Ferrari fahren, Lachsmiley, Lachsmiley. Wenn, dann Mick Schumacher. Kollege, ich muss dich enttäuschen, denn Farbe gehört auf einen Gegenstand und nicht in meinen Körper. Mir ist durchaus bewusst, dass Mick Schumacher eines Tages Stammfahrer bei Ferrari werden wird, aber bis dahin vergeht noch sehr viel Zeit. Angenommen, Vettel hört Ende 2020 in der Formel 1 auf. Wen willst du 2021 in den Ferrari-Boliden setzen? Räikkönen wird garantiert kein drittes Mal für die Scuderia fahren. Wer also dann, lieber René? Ich denke, Mick braucht einfach noch seine Zeit und ich wage stark zu bezweifeln, dass Ferrari Mick sofort von der Formel 2 in ein Top-Team holen wird. Bei Charles Leclerc war es auch so. Erst kommt das Alfa Romeo-Team und dann bei steigenden Leistungen wird derjenige zu Ferrari befördert. Bei Giovinazzi bin ich mir ziemlich sicher, da er auch bei einer beinahe Rennsperre von Vettel als Ersatzfahrer eingesetzt worden wäre. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video und wer noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann das mit einem Klick auf Abonnieren nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video oder ab 18:30 Uhr zu einem Formel 1 Talk auf Twitch. Bis dahin, ciao.